Частина придет. Мы сначала прочитаем трансцендентальный дневник. Давайте. Тут слышно. Прабхупада продолжал, что махатмы занимаются тем, что путешествуют и помогают вышеупомянутым малодушным людям. Здесь не соответствует книга на английском и то, что... Нет. 2.1.2. Не проявляет интереса к духовному продвижению. А, вот, мнение, да, нашел. Жизнь предназначена для тех, кто не может применить себя в идеальной жизни. Okay. Эти верующие прятаются в монашескую одежду для того, чтобы этим зарабатывать на жизнь. То есть полезные люди, как думают о создании пищи Адиханетхи. Предметом интереса Адиханетхи являются самые разные слухи. Откройте газеты, и вы увидите разнообразие новостей о жизни и правительства, разного рода рекламы. Будьте спортивные клетки, мясная продукция, удачные изделия, белые рестораны. Нет, все это не хочу. Вы видите, вы найдете в газетах тысячи разных тем. Он улыбнулся, вспомнил американские газеты. Здесь у нас нет таких газет, которые в Афганистане получаются. Связка листов, уменьшена 10 килограммов. Разве нет? Большая связка. Кто все это читает, на темы всегда находится. So, the Prabhupada went on as a businesses, Novza and Mahamadhas is as a wonder here and there to enligented the poor hurted. Anapashyatam anatma tatvam griheshu grahamedinam. Grihamedi, they have no interest in the spiritual advancement of life. They think that this is for the useless person who could not improve in this materialistic way of life. They have taken this dress as a token for maintaining their body and soul together. Useless person. They think like that. Those who are Grihamedis, they have got many things to learn. Just like you see the newspaper, so many subject matter, you'll find different stock exchange reports, and this municipal report, and the advertisement, wine an advertisement, and meat advertisement, beer fitters an advertisement, and cigarettes an advertisement, and cinema advertisement, restaurant an advertisement even. Griheshu Nrisham Santi Sahasrasaha. Thousand and thousand subjects matter you'll find. He grinned and recalled the newspapers in America. Here we don't have such newspaper as in the Western country, such a big bunch, and at least 10 in kilos wide. And is it not? Big bunch throwing. Who will read? But they have the subject matter. Yeah.
Hare Krishna, liebe Gottgeweihte, guten Morgen. Wir werden heute Chaitanya Charitamrita lesen. Von Krishna Das Kaviraj Goswami. In Übersetzung und mit Kommentar von seiner göttlichen Gnade. Эйси Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Wir werden aus Adi Lila lesen. Heute ist der 20. Kapitel. 17. Die Jugendspiele Sri Chaitanya Mahaprabhu. Der Vers Nummer 280. Lasst uns jetzt Mantra vor dem Rezitieren der Verse sagen. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Nihachhani Krishna Yani Haya Amyakara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hinaya Nikatadhara Gopikara Bhavana Hinaya Nikatadhara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara Iha Chadi Krishna Yadi Haya Anyakara Gopikara Bhavana Hiyaya Nikatatahara
Die Übersetzung des Verses Nummer 280. Wenn Sri Krishna seine ursprüngliche Gestalt aufgibt und eine andere Vishnu-Form annimmt, kann seine Nähe die ekstatische Gemütsstimmung der Gopis nicht erwecken. 181. Einmal manifestierte sich Sri Krishna mit einer spielerischen Absicht als Narayana mit vier siegreichen Händen und einer sehr schönen Gestalt. Der Anblick dieser erhabenen Gestalt lähmte jedoch die ekstatischen Empfindungen der Gopis. Ein großer Gelehrter kann daher die ekstatischen Gefühle der Gopis nicht verstehen, die fest auf die ursprüngliche Gestalt Sri Krishnas als der Sohn Nanda Maharajas gerichtet sind. Die wunderbaren Empfindungen der Gopis in ekstatischem Paramarasa mit Krishna sind das größte Geheimnis im spirituellen Leben. Kleines Kommentar von Prabhupada. Dies ist ein Zitat aus dem Lalita Madhava 6.14 von Srila Rupa Goswami. Text 282. Während der Frühlingszeit, als der Rasa-Tanz stattfand, verschwand Krishna plötzlich von dem Schauplatz, wodurch er andeutete, dass er mit Srimati Radharani allein sein wollte. Der 283er Text. Krishna saß in einem abgelegenen Busch und wartete darauf, dass Srimati Radharani vorüberkam. Doch während er nach ihr Ausschau hielt, kamen die Gopis wie eine Schlachtenreihe von Soldaten an die Stelle. Seht nur, riefen die Gopis, als sie Krishna aus einiger Entfernung sahen. Hier in einem Busch ist Krishna, der Sohn Nanda Maharajas. Text Nummer 285. Когда Кришна увидел всех гопи, его сердце переполнилось любовью, переполнили любовные чувства. От страха он не мог сдвинуться с места, чтобы спрятаться от них. Sobald Krishna alle Gopis sah, wurde von Rührung ergriffen. Konnte sich daher nicht verbergen und aus Angst wurde bewegungslos. Text 286. Текст номер 286. Тогда Кришна принял четырехрукой образ Нараяны. Krishna nahm seine vierarmige Narayana-Form an und saß dort ganz still. Als die Gopis herbeikamen und ihn sahen, sprachen sie die folgenden Worte. Это не Кришна, это верховная личность Бога Нараяна. С этими словами они поклонились ему и вознесли такие молитвы. Es ist nicht Krishna, es ist die höchste Persönlichkeit Gottes Narayana. Nachdem sie dies gesagt hatten, brachten sie Ehrerbietungen und die folgenden achtungsvollen Gebete dar. Nun 288. O Shri Narayana, wir bringen dir unsere achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Habe gütigerweise erbarmen mit uns, gib uns die Gemeinschaft Krishnas und nimm so unser Klagen von uns.
Die der Kommentar von Srila Prabhupada. Gopi не удовлетворились, даже увидев четырехрукий образ Нараяны. Они все же выразили почтение Верховной Личности Бога и попросили его даровать им возможность общаться с Кришной. Таковы экстатические чувства. Die Gopis wurden nicht einmal glücklich, als sie die vierarmige Gestalt Narayanas sahen. Trotzdem erwiesen sie dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ihre Achtung und erbaten von ihm die Segnung, die Gemeinschaft Krishnas zu bekommen. Solcher Art ist der ekstatische Gefühlszustand der Gopis. Ende des Kommentars. Ich wurde in der dunklen Finsternis geboren. Mein spiritueller Meister öffnete mir die Augen mit dem Fackel des Wissens. Mit großer Hochachtung erweise ich ihm meine Ehrbietungen. Durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters. Der Lama kann einen hohen Berg besteigen. Ein Stummer kann dichten. Und ein Blinder kann Sterne im Himmel sehen. Wir haben diese wunderbaren Texte und Kommentare jetzt gelesen. Auch haben wir aus dem Transcendental Diary von Harishaura Prabhu gelesen. Und heute werden wir das Ganze besprechen. Falls ihr bestimmte Themen oder Vorschläge habt, können wir die auch versuchen zu besprechen. Ihr könnt das jetzt äußern. Oder auch später. Ich würde gerne wissen, wie der Kartik-Monat mit Srimati Radharani zu tun hat. Und sonst noch etwas? Ihr könnt auch später sich äußern. Ja. Wenn nichts weiteres kommt, dann können wir beginnen. In diesem Vers werden die Beziehungen zwischen Krishna und Gopis beschrieben. Alle kennen Srimati Radharani als Gopi. In ISKCON kennen wir das. Aber Christen zum Beispiel kennen das nicht. Und die Muslims auch nicht. Und auch die Buddhisten nicht. Wir nehmen das Wissen von Srimati Radharani als etwas Selbstverständliches. Aber wir müssen das wertschätzen, was wir haben. Zum Beispiel. Bhakti Tirtha Swami, einer von den Schülern von Srila Prabhupada. Ein Sannyasi und ein einweihender spiritueller Meister. Leider hat er seinen Körper schon aufgegeben. Er mochte es, nicht alleine, sondern mit einer Gruppe von Gottgeweihten zu predigen. Habt ihr das versucht? Das ist sehr effektiv. Genauso wie es jetzt sehr populär ist, die Bücher mit einer Gruppe von Gottgeweihten zu verteilen.
Zum Beispiel die Gottgeweihten gehen von einem Ampel zu dem anderen und singen Harinam. Und während die Ampel, während sie an der Ampel warten, beginnt jemand eine kleine Rede zu halten. Jemand nimmt Buch oder Prasadam, ja und die, ja. Und in den weiteren 3-5 Minuten gehen sie bis zur nächsten Ampel mit dem Harinam. Macht ihr so hier? Wir haben in Novosibirsk so gemacht, das ist sehr effektiv. Und alle freuen sich, denn man fühlt sich nicht alleine. Und du verteilst einfach in diesen 5 Minuten, du wirst nicht müde. Und dann wieder hast du dieses Harinam und du bekommst diese Inspiration. Und er hat so gepredigt, dass er eine Gruppe mit sich mitgenommen hat. Er besuchte irgendeinen Saal oder einen Club. Und er sprach nicht alleine, sondern er hatte eine Unterstützung um die 10 Leute. Er hat das entweder mit abgesprochen oder direkt in dem Tempel gesagt, wer wird mitkommen. Und dann saß er dort und kommunizierte mit Menschen. Und er sagte, jetzt werdet ihr über die Seele und über die Inkarnation erfahren. Und er hat die Devotees gefragt, wer kann uns jetzt über die Ewigkeit der Seele etwas sagen? Und dann fragte er die Devotees, und wer kann nun uns nun über die Wanderung der Seele vom Körper zu Körper erzählen? Und auch jemand hat sich bereit erklärt, dies zu sagen. Und falls es nötig war, hat er etwas hinzugefügt oder korrigiert. Und so sind sehr viele Prediger in unserer Bewegung entstanden. Eines Tages kam er nach Israel, in Jerusalem. In Jerusalem gibt es einen sehr, sehr bekannten Priester, zumindest vor 20 Jahren war das so. Und sie besuchten diesen Priester. Zu der Zeit war er einer der verehrenvollsten Priester. Und sie wollten mit ihm unterhalten. Maharaja hatte 5 oder 10 Gottgeweihte. Es gab unterschiedliche Devotees, unterschiedlicher Art, also Anfänger. Und dieser Priester hat gefragt, welches Thema möchtet ihr beleuchten? Und Bhakti Tirtha Maharaj sagte, er würde gerne das Thema der persönlichen Beziehungen mit Gott besprechen. Und der Priester sagte, das ist ein sehr interessantes Thema. Es findet nicht oft statt, dass jemand zu mir kommt und über dieses Thema sprechen will. Und dann begannen sie zu sprechen. Und dieser Priester sprach von Dora und der Maharaj sprach aus Srimad Bhagavatam. Und von Zeit zu Zeit haben sich auch die Gottgeweihten, die mit Maharaj waren, an. Und bei uns sind alle Gottgeweihten, selbst die anfänglichen Gottgeweihten,
kennen etwas von den Beziehungen zwischen Krishna, между Krishna и... Und nach einer Stunde hat der Priester eine Pause gemacht und sagte, ich bin sehr inspiriert. Wir besprechen schon eine ganze Stunde die Beziehungen mit Gott. Normalerweise kommen die Menschen zu mir mit sehr irdischen Themen. Letztes Mal ein ähnliches Gespräch hatte ich vor 3 Jahren. Was mich aber am meisten wundert, diese jungen Leute, die mit ihnen sind, die sind, man sieht, dass sie erst vor kurzem euch angeschlossen haben. Ja, sagte Maharaj, einige sind erst seit einem Jahr in der Bewegung. Und dieser Priester sagte, und diese Leute, junge Leute, haben auch in diesem Gespräch teilgenommen, sie haben alles verstanden. Sie haben sogar etwas gesagt, ihre Meinung geäußert. Das ist das, was mich am meisten wundert. Und er sagte, alle Segnungen an euch. Was ein wunderbares Treffen hatte ich heute. Also wir kennen von Srimati Radharani, alle wissen davon. Aber in Bhagavad Gita steht nichts von Srimati Radharani. In Chaitanya Charitamrita wird sie einmal erwähnt. Und selbst da wird sie als einer von den Gopis erwähnt. Eine von den Gopis begann mit dem Hummel zu sprechen. Und nur in Chaitanya Charitamrita wird eine besondere Stellung von Srimati Radharani hervorgehoben. Das ist eine sehr erhabene Schrift. Und wir lesen von den Beziehungen zwischen Krishna und Gopis. Normalerweise, wenn wir in die ISKCON-Tempels, wir sie besuchen, dann steht dort Radha und Krishna. Und es stehen 2 Gopis links und 2 Gopis rechts von denen. Eine ist Radha. Und wer ist die zweite? Wer weiß das? Lalita. Und warum bekümmert sich Radharani über Lalita? Weil es gibt 2 Arten von Gottgeweihten und auch von Gopis auch. Einige möchten persönlich sich mit Krishna treffen. Zum Beispiel Radha will persönlich mit Krishna treffen. Und es gibt andere Vaishnavas und Gopis, die sich mit Krishna nicht persönlich treffen wollen. Lalita ist zum Beispiel einer von solchen. Das erzähle ich euch von Bhakti Shastra Kurs. Und wenn Krishna Lalita sieht, dann sagt er, hey Lalita, komm her. Und sie sagt nein, lächelt und läuft weg. Sie will sich mit Krishna nicht treffen. Sie will, dass Radha Krishna trifft. Wenn Radha und Krishna sich treffen, dann beobachtet sie Lalita aus einem Busch und freut sich für sie. Also es gibt ganz unterschiedliche Gopis. Das wird hier nicht in Details besprochen.
Hier heißt es, dass Krishna Srimati Radharani vor allen anderen Gopis hervorgehoben hat. Weil die Liebe von Srimati Radharani ist viel süßer als von allen anderen Gopis. Ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel Äpfel. Einige sind süßer, andere sind saurer. Falls ihr auf einen süßen beißt, dann denkt ihr, wie schön. Und falls ihr auf einen sauren beißt, dann denkt ihr, bald ist es wieder vorbei. Also alle Gopis lieben Krishna. Aber die Süße der Liebe sind unterschiedlich. Und Rupa Goswami macht hier ein Beispiel. Er spricht nicht von der Süße, sondern von der Reinheit des Goldes. Gold kann unterschiedliche Legierungen haben. Es gibt Legierungen, wo 90% Goldes, Anteil des Goldes oder es gibt 50%iges Gold. All das ist Gold. Nur die Konzentration des Goldes ist unterschiedlich. Also die Liebe zu Gott ist Gold. Aber die Konzentration kann unterschiedlich sein. Aber trotzdem ist das die Liebe zu Gott. Ich habe in Odessa eine Grihastha-Familie besucht. Und sie waren irgendwie traurig. Und dann fragte ich sie, warum seid ihr so traurig? Dann haben sie gesagt, dass sie vor kurzem einen Besuch hatten von Bekannten, die denen gesagt haben, ihr habt in Iskon alles falsch. Und dann haben sie gefragt, was ist denn so falsch? Ihr habt keine Liebe zu Gott. Und sie fragten, warum? Ja, wieso? Ihr weint ja nicht, wenn ihr Japa chantet. Wenn ihr nicht weint, dann habt ihr keine Liebe. Und dieses Ehepaar sagte, wir sitzen schon seit 3 Tagen und denken darüber nach. Ich habe denen erzählt, dass diejenigen, die das gesagt haben, haben eine geringe Vorstellung von der Liebe. Denn die Liebe auf unterschiedlichen Stufen der Hingabe äußert sich auf unterschiedlichen Weisen. Wenn unser Herz sich schon von den materiellen Wünschen befreit hat, dann werden wir weinen, wenn wir chanten. Und Prabhupada hat geweint. Also einer seiner Diener hat erzählt. Am Abend sollte ich ins Zimmer von Prabhupada reingehen. Und ich bin eingetreten. Prabhupada saß in einem Sessel. Er schaute in den Fenster. Er chantete. Und die Tränen liefen aus seinen Augen. Ich habe all das gemacht, was ich machen sollte, und bin rausgegangen. Und da war Yamuna Mataji. Und ich habe ihr gesagt, Prabhupada weint dort, vielleicht stimmt etwas mit ihm nicht. Er ist ein alter, kranker Mensch, vielleicht braucht er Hilfe. Und sie sagte, nein, er braucht keine Hilfe. Das heißt Bhakti. Alles ist gut.
In einer halben Stunde sollte er wieder zu ihm kommen und er kam rein. Und Prabhupada schaute nicht mehr in das Fenster. Aber die Tränen liefen aus seinen Augen. Er sagte mir, siehst du diesen Wiese mit Blumen? So eine grüne Wiese. Und ich schaute ja auf diese Wiese. Er sagte, vor kurzem habe ich Krishna auf dieser Wiese gesehen. Wie ein kleiner Kuhhirtenjunge. Und direkt daraufhin sagte er, das ist nur durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters. Dieser Diener von Srila Prabhupada schaute ihn zu und auch aus seinen Augen liefen die Tränen. Und Prabhupada fragte ihn, warum weinst du jetzt? Prabhupada, ich habe die Gelegenheit, jetzt mit Ihnen jetzt hier zu sein, deswegen weine ich. Deswegen, an einer fortgeschrittenen, erhabenen Stufe, der Gottgeweihte weint. In den letzten Jahren, in den letzten irdischen Jahren, von Srila, wo Srila Prabhupada noch auf der Erde war. Selbst die GBC haben so einen Gesetz gemacht, eine Regel. Was man machen soll, wenn Srila Prabhupada in eine ekstatische, ekstatisch wird. Das kam sogar an den öffentlichen Treffen vor. Und sie haben das besprochen, sie hatten zwei Vorschläge. Sie haben das, wollten das entscheiden, weil die Gottgeweihten haben diese Frage gestellt. Und am Ende kam Satsvarupa Maharaj zu Srila Prabhupada. Er sagte, GBC hat mich zu Ihnen gesandt und ich habe eine Frage. Prabhupada fragte, welche Frage? Satsvarupa Maharaj sagte, manchmal haben sie ekstatische Gefühle. Und Srila Prabhupada begann sich sehr verlegen zu fühlen wie ein kleines Kind. Und dann sagte er, aber das findet doch nicht zu oft statt, oder? Und Satsvarupa Maharaj sagte, nein, nicht sehr oft. Die Frage hat einen anderen Grund. Wenn Sie diese ekstatischen Gefühle haben, was sollen wir tun? Und Prabhupada sagte, und was denkt ihr? Einige sagen, dass man ruhig sitzen soll und sie nicht dabei stören. Prabhupada sagte, ja, das ist richtig. Und dann fügte Maharaj hinzu, es gibt noch eine zweite Meinung. Man kann währenddessen leise Hare Krishna chanten. Und Prabhupada war sehr erfreut. Er sagte, Hare Krishna, Chanten des Hare Krishna ist immer besser. Und wenn wir zu diesem Fall, zu diesem Ehepaar zurückkommen aus Odessa, ich habe denen gesagt, jemand hat euch etwas gesagt. Aber anhand dessen, was sie gesagt haben, sieht man, dass sie nichts von der Liebe verstehen. Знают, Богу, стадии, начальной, видно,
Sie wissen zwar, wie die Liebe auf einer fortgeschrittenen Stufe aussieht, aber Sie wissen nicht, wie die Liebe auf der anfänglichen Stufe aussieht. Weil dieses Ehepaar war zu der Zeit die waren anfängliche Gottgeweihte. Und dann haben sie mich gefragt, wie sieht denn die Liebe auf der anfänglichen Stufe aus? Und dann habe ich denen erzählt. Die Liebe der Gottgeweihten auf der anfänglichen Stufe sieht folgendermaßen aus. Er übernimmt Verantwortung für seinen Dienst. So sieht die Liebe zu Gott. Dann, später werden sie weinen, aber am Anfang ist die Verantwortung für den Dienst. In Sibirien gab es einen ersten GBC. Und dann haben wir ihn gefragt, wann sollen wir die Empfehlung für die Einweihung vergeben? Он сказал, что нужно давать, если преданный проявляет качество, как это называется, ответственности. Und dann hat gesagt, man darf das tun, wenn der Gottgeweihte die Merkmale der Verantwortung aufweist. Потому что ответственность – это есть любовь к Богу. Denn Verantwortung ist die Liebe zu Gott. Интересно. Sehr interessant. Поэтому я сказал той паре, да вы же с утра встретите, стратите джапу, повторяйте. Очень ответственно. Deswegen habe ich diesem Paar gesagt, ihr steht ja morgen früh auf, chantet Japa, das ist sehr verantwortungsvoll. Никому не верьте, есть у вас любовь к Богу. Glaubt niemanden, ihr habt die Liebe zu Gott. Итак, мы должны знать, как выглядит Кришна Према на начальных стадиях. Also wir müssen wissen, wie Krishna Prema auf der anfänglichen Stufe aussieht. Ansonsten können wir die Situation falsch interpretieren. Zum Beispiel von einem Schwan, ein Küken von einem Schwan. Der sieht sehr hässlich aus. Die Farbe und die Feder auf ihnen sind sehr, sehr hässlich. Und dann plötzlich erscheint ein Schwan daraus. Aber anfänglich sieht er dem Schwan gar nicht ähnlich. Bhaktivinoda Thakur sagt, es gibt zwei Arten der Reifung der Gottgeweihten. Erste Stufe ist, wenn der Gottgeweihte versucht, den älteren Gottgeweihten nachzuahmen. Daraus wird nichts. Genau so, unser erster GBC hat uns eine einzige Unterweisung gesagt. Er sagte uns, wenn ihr die Unterweisungen von Srila Prabhupada befolgen werdet, ich helfe euch zurück zu Krishna zurückzukommen. Falls ihr aber den großen Gottgeweihten nachahmen werdet, kann ich euch nicht helfen. Ein kleines fünfjähriges Kind, Mädchen oder Junge, versucht den Erwachsenen nachzuahmen, aber er hat keine Ahnung, was eine sexuelle Anziehung ist. Bhaktivinoda Thakur sagt, diese Art von Nachahmung ähnelt einem Spiegel. Wir gehen zu meinem Spiegel und sehen die Abbildung.
Diese Abbildung sieht uns zwar ähnlich, ist sehr scharf. Wir können die Kleidung betrachten, etwas zurechtmachen. Wir können unser Tilak betrachten. Und man könnte meinen, es entspricht uns. Aber wenn wir unsere rechte Hand erheben, dann wird im Spiegel linke Hand gehoben. Wenn wir aber schreiben vor dem Spiegel und in der Abbildung sehen wir irgendwelche komische, wie sagt man, Schrift. Die Abbildung ist symmetrisch, sie spiegelt uns ab. Sie wird nie zu unserem Gestalt. Deswegen, wenn wir den Älteren versuchen, die nachzuahmen, daraus wird nichts. Ein Beispiel. Srila Prabhupada sagte. Man muss Japa chanten nicht so, wie ich chante, sondern wie ich euch beibringe. Denn Srila Prabhupada hat im Geist gechantet. Ununterbrochen. Und er sprach mit Worten. Er hat während er eingeatmet hat, hat er im Geiste gechantet. Und einige seiner Schüler versuchten ihm nachzuahmen. Und sie wollten auch, während sie einatmeten, im Geiste chanten. So, ähnlich. Aber das ist nicht richtig, denn innerlich haben wir nicht diese ständige Erinnerung an Krishna. Deswegen sollen wir die Großen nicht nachahmen, sondern versuchen, auf deren Fußspuren zu gehen, also deren Anweisungen zu befolgen. Lasst uns jetzt zurück zu Krishna und Gopis zurückkehren. Krishna ist Satchitananda. Krishna ist Satchitananda. Ananda означает величайшее счастье. Ananda bedeutet der höchste Glück. И от Кришны исходит такое сильное счастье, которое никогда не появится от Господа Вишну. Und von Krishna geht so ein starkes Glücksgefühl aus, das niemals von Lord Vishnu ausgehen kann. Die Gopis haben sich schon so dran gewöhnt, mit Krishna Gemeinschaft zu haben, dass Vishnu interessiert sie nicht. Hier wird beschrieben, dass die Gopis Krishna gesucht haben. Und Krishna hat die Narayana-Form angenommen. Sie haben zwar dem Narayana ihre Ehrbietungen gezeigt, aber er hat sie nicht interessiert. Als Radhanatha Swami gesagt hat, guter Hund kann sein Herr auch in unterschiedlichsten Kleidung erkennen. Und als die Gopis Vishnu gesehen haben, sind sie weggegangen. Und dann kam Srimati Radharani. Sie schaute Krishna an. Sie hat ihn so stark geliebt. Und als ihr liebender Blick auf Krishna fiel, konnte Krishna sich nicht mehr beherrschen. Und Vishnu begann an zu flimmern. Und auf einmal erschien Krishna. Und dann konzentrierte sich Krishna wieder und er wurde Vishnu.
Und dann schaute Radha noch aufmerksamer auf ihn an. Und dann wieder erschien die Gestalt von Krishna mit zwei Händen. Und dann schrie Radha, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Also Krishna war verkleidet und die Gopis haben ihn nicht gesehen. Aber Radharani hat ihn selbst in der Verkleidung erkannt. Also das ist sehr interessant. Lasst uns zu der Idee des Vrindavans zurückkommen. Die Atmosphäre Vrindavan ist sehr süß. Das ist die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens. So wie die Christen sagen, Gott ist die Liebe. Krishna kann nur dort innewohnen, wo die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens herrscht. Wenn die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens erlischt, dann geht Krishna weg. Wenn die Gottgeweihten zum Beispiel sich streiten, dann geht Krishna weg. Wenn zum Beispiel die Eheleute sich streiten zu Hause, dann ist Krishna dort abwesend. Er lebt dort nicht. Wenn im Tempel sich Gottgeweihte streiten, dann geht Krishna auch von dort weg. Ein Guru hat während des Vortrages gesagt, ich komme zum Tempel, nähere mich dem Altar und sehe, dass da kein Krishna anwesend ist. Und ich sage, Krishna, wo bist du denn? Er sagt, ich bin. Was machst du? Na, tut er da где? Und dann fragt er diesen Klang, wo bist du denn, Krishna? Warum bist du nicht auf dem Altar? Er sagt, Krishna, die streiten sich, deswegen bin ich weggegangen. Und dann sagt er, bitte komm zurück. Ich werde sie zurechtweisen, bitte komm zurück. Ich werde hier einige Tage Vorträge halten. Und wo der Tag kam, wegzufahren, dann war Krishna schon auf dem Altar. Nächstes Mal, wenn ich zurückkomme zu diesem Tempel, dann ist Krishna wieder abwesend. Krishna, wo bist du? Warum bist du weggegangen? Weil sie sich gestritten haben. Also die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens ist nicht nur dort, wo einfach die Affen mit Pfauen sich befinden. Wir sind Gottgeweihte. Ohne Krishna haben wir nichts zu tun. Denn ohne Krishna sind wir laute Nullen, viele Nullen. Und Krishna ist diese Eins. Und er macht aus diesen Nullen 10, 100.000 Millionen. Ich glaube, vor 3 Jahren fand eine Geschichte statt. Es gab einen älteren Gottgeweihten, der mochte es, die anderen zu teasing, how to say, to tease, zu ärgern. Das fand in Mayapur statt. Und er hat die GBC von Mayapur getroffen. Das waren damals Radhanath Swami und Bhakti Charu Swami.
beide sind die süßesten Persönlichkeiten. Und sie sollten sich mit diesem älteren Gottgeweihten treffen und ihm erklären, dass man die anderen nicht ärgern sollte. Und Radhanatha Swami hat mit ihm gesprochen. Und er war in seinem Gespräch, war er so süß. Aber dieser ältere Gottgeweihte hat ihn nicht gehört. Und aber Radhanatha Swami konnte keinen Druck ausüben. Dann war die Bhakti Charu Swami dran und hat mit ihm auch sehr lieblich gesprochen. Und dieser ältere Gottgeweihte konnte wieder dem nicht zustimmen. Und Bhakti Charu Swami wollte auch keinen Druck ausüben. Und dann haben sie den anderen Gottgeweihten gesagt, er hört auf uns nicht. Und dann war die Geschichte beendet. Und dann hat es sich so ergeben, dass dieser Gottgeweihte hat seinen Dienst verloren. Krishna hat sich interveniert, wie sagt man, mischte sich ein. Diese Swamis waren in der Gemütsstimmung von Vrindavan. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. Es gibt noch eine andere Geschichte. Rupa und Sanatana Goswami waren die Einwohner von Vrindavan. Und sie waren sehr stark in die Süße des Dienstes zu Krishna vertieft. Und so kam ein Dummkopf. Ich möchte euch herausfordern auf einen Disput. Und Rupa und Sanatana Goswami sagten, wir möchten mit dir nicht diskutieren. Dann sollt ihr unterschreiben, dass ihr verloren habt. Sie sagten, kein Problem. Genau so haben die Radhanatha Swami und Bhakti Charu Swami gesagt. Sie haben eine Unterschrift, also sie haben unterschrieben, dass sie eigentlich eine Niederlage erfahren haben. И этот мышление ходил и всем показывал, я переспорил Рупу Санатану, и хоть не правильный. Ja, und dieser Mensch, der kam und hat allen gezeigt, ich habe gewonnen. И люди стали волноваться, преданные, как так? Как же так, что неверный путь? Und die Menschen begannen sie waren sehr so aufgewühlt. Wie kann denn das sein? Das ist doch ein falscher Weg. Und Jiva Goswami, der Rupa und Sanatana Goswami als seine Lehrer betrachtete, hat diesem Mann gesagt, ich fordere dich auf. Nein, sagte der andere, du bist der Schüler, das sind deine Lehrer, du sollst auch deine Niederlage unterschreiben. Wenn der Schüler dich überredet hat, das heißt, dass du seine Lehrer nicht besiegt hast. Und der Jiva Goswami hat ihn sehr stark besiegt.
Stark bedeutet, dass er schon persönlich sich auf ihn bezogen hat. So dass dieser Mensch nach den ganzen Argumentationen von Jiva Goswami kaum am Leben war. Und Jiva Goswami kam zu Rupa und Sanatana Goswami und sagte, unsere Ehre ist erhalten geblieben. Und dann haben sie ihn gefragt, hast du denn mit ihm diskutiert? Ja, sagte er. Du bist es nicht würdig, in Vrindavan zu leben. Hier ist die Liebe, die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens. Geh weg von hier. Und der ist weggegangen. Und der lebte von da an der Grenze zu Vrindavan. Polgoda. Und hat dort ein halbes Jahr gelebt. Und eines Tages kam Rupa zu Sanatana. Du hast ein so wunderbares Buch über Krishna geschrieben. Durch dieses Buch vergisst du so eine Barmherzigkeit auf alle Jivas. Ja, sagte der Sanatana, dieses Buch ist wirklich gelungen. Du bist sehr barmherzig zu allen Jivas, außer einer. Ja, und wer ist diese Jiva? Ja, diese Jiva, die am Rande von Vrindavan lebt. Verzeih es ihm und er hat es ihm verziehen. Denn die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens ist sehr wichtig. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Älteren besteht darin, diese Atmosphäre zu kreieren. Gestern haben wir besprochen, dass es sehr wichtig ist, für die Älteren wie Mutter oder Vater zu sein. Das ist einer der schwierigsten Dienste. Ein Kilo Möhren oder Kartoffeln zu kaufen, kann jeder. Aber viel wichtiger ist, dass die Atmosphäre der Liebe und des Vertrauens herrschen würde. Und es ist wichtig, dass diese Liebe sich an Lord Chaitanya und an Srila Prabhupada richtet. Und allmählich beginnen die Gottgeweihten dies zu verstehen. Sie versuchen, diese Atmosphäre zu unterstützen, wobei es sehr schwierig ist. Wir haben zwar die Erfahrung des materiellen Lebens, aber diese Erfahrung ist hier fehl am Platze. Wir wenden unsere Erfahrung aus dem materiellen Leben in hingebungsvollen Dienst, aber die ist unnötig. Diese Erfahrung ist da unnötig. Wir sind hier hingekommen, um zu lernen. Und die Vaishnava-Kultur ist sehr erhaben. Mein Dienst in einem Land besteht darin, ich darf dort die Bewertungen erst, also meine Bewertungen dürfen nicht weniger als gut sein. Entweder gut oder wunderbar. Ich soll niemals kritisch sein. Und schon gar nicht jemanden zurechtweisen. Ich darf noch nicht mal darüber nachdenken.
Die Gedanken äußern sich in den Worten. Das ist einfach die Frage von Zeit. Solch einen schwierigen Dienst habe ich. Aber eigentlich ein sehr einfacher Dienst. Man muss nur Krishna sehen. Wenn Krishna anwesend ist, ist alles gut. Und wenn nicht, dann ist alles schlecht. Wenn Krishna dort anwesend ist, wie kann dort etwas schlecht sein? Ja, wenn Krishna dort vorhanden ist, was kann dort schlecht sein? Die wichtigste Idee von Bhagavad Gita besteht worin? Arjuna steht auf dem Lenkwagen mit Krishna und sagt, alles ist schlecht. Ich bin schockiert, ich leide. Du musst deine Hand ausstrecken, Krishna ist in deiner Nähe. Aber er sieht ihn noch nicht mal in dieser Entfernung. Deswegen erscheint ihm alles schlecht. Krishna ist doch im Tempel, wie kann etwas schlimm sein? Wenn es Krishna gibt, es gibt Klassen, es gibt Prasada, mindestens ist alles gut. Wenn Khichdi einmal gesalzen wurde, dann ist alles ausgezeichnet. Wenn zweimal, dann ist alles gut. Das kann man zwar nicht mehr essen, aber in Krishna-Bewusstsein ist alles gut. Im Krishna-Bewusstsein ist alles entweder gut oder wunderbar. Ich erzähle, wie wir bei und es uns beigebracht wurde. In Krishna-Bewusstsein ist ein Wettbewerb zwischen gut und wunderbar. In der materiellen Welt ist alles schlecht. Dort gibt es nichts Gutes. Denn dort gibt es kein Krishna. Und wenn Krishna vorhanden ist, dann ist alles gut. Ein Wettbewerb ist möglich, aber Wettbewerb zwischen gut und noch besser. Ich kam zu einem Tempel, wo Tempelraum einmal die Woche sauber gemacht wird. Weil keiner das macht. Und dann sagte ich, gut, weil es kann nicht schlecht sein. Denn Krishna ist doch hier anwesend. Es wäre natürlich besser, wenn es zwei oder dreimal die Woche sauber gemacht wurde. Man kann das selbst sauber machen. Aber das ist kein Grund, sich mit anderen zu streiten. Denn dann würde das alles andere als Vrindavan sein. Ich kam zu einer Stadt in der Ukraine, der heißt Berdiche. Ein älterer Gottgeweihter von dieser Yatra nahm Prasada mit mir. Und er sagte, Krishna ist irgendwie Gott. Und wir sind irgendwie Gottgeweihte. Und wir dienen ihm irgendwie. Und dann habe ich gefragt, warum irgendwie? Und dann sagte er, das ist alles Theorie, theoretisch kennen wir all das. Aber haben das noch nicht realisiert. Aber zumindest, die sind aufrichtig. Wir sind irgendwie die Gottgeweihte. Es klappt zwar nicht so ganz, aber wir bemühen uns. Also hier wird die Atmosphäre Vrindavans beschrieben.
Wir eröffnen die Tempel und dort soll die Vrindavan-Atmosphäre herrschen. Prabhupada sagte, unsere Zentren sollen wie die Botschaften der spirituellen Welt sein. Wenn du in die amerikanische Botschaft kommst, dort sind die Gesetze, amerikanische Gesetze. Wenn du zum Tempel gehst, dort soll Vrindavan sein. Und von wem soll das hervorgehen? Von den älteren Gottgeweihten? Ich sehe, dass die Zeit voranschreitet. Ich hoffe, dass dieses Thema über Vrindavan für euch interessant ist. Das Thema der Liebe zu Gott auf den anfänglichen Stufen. Also Vrindavan ist nicht dort, wo die Affen sind. Vrindavan ist dort, wo man sich nicht streitet. Sollen wir Schluss machen oder gibt es irgendwelche sehr wichtige, dringende Fragen? Dürfen wir Fragen stellen? Frau Buch hat eine Frage. Sie haben gesagt, man muss nicht nachahmen, man muss folgen. Und wir sind die Befolger von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Er sagte, er ist der Diener des Dieners, der Herrscher. Повелитель Гопи? Er sagte, ich bin weder Brahman noch Vaishya noch Shudra. Ich bin der Diener des Dieners des Dieners. Und diese Situation mit den Gopis, von denen wir gerade gesprochen haben, wie ist diese Situation auf uns anzuwenden? In Bhagavad Gita, in der Bhagavad Gita heißt es, dass die Prednei или Gopi, die Nachfolger von Lord Chaitanya, also die in der Gemütsstimmung der Gopis, sie versuchen sich nicht von den anderen Gestalten, Inkarnationen Krishnas abzulenken, sie versuchen sich auf Shyamasundara. На кого он Шьяма Сундара, да? Сих цю ориентиен. Ну, что вы можете сказать? Еще Шьяма Сундара, да? Да, она сказала. Да. Вначале я должен ответить. Месяц Радхи, Дамадари, Радха. Ach, hier war zunächst mal die Frage, wie ist Radharani mit dem Monat Kartik verbunden? Месяц Радхарани. Und das heißt, das ist der Lieblingsmonat von Srimati Radharani, weil das der Lieblingsmonat von Krishna ist. Das heißt nicht, dass sie Anteil nimmt an diesem Damodara-Lila. Nein, es ist einfach, weil Krishna mag es und sie mag es deswegen. Обычно живое существо возвращается в то состояние, из которого пришла из духовного мира. Normalerweise Lebewesen kehrt zu dem Zustand
aus dem es aus der Spirit ist gekommen, aus, aus zu dem Zustand, in dem es in der spirituellen Welt war und in die materielle Welt gelangt ist. Das bedeutet, seine Svarupa wieder zu erlangen. Normalerweise ein Lebewesen ist vollkommen glücklich in seinem in seiner Svarupa. Welches Svarupa es auch immer sein mag. Aber Rupa Goswami im Nektar der Unterweisungen schreibt, dass man sein Svarupa auch ändern kann, denn wenn du dich auf den Berg, auf den Ufern von Yamuna beherbergen wirst und wenn wir uns auf den Ufern von Radhakunda begeben und darüber meditieren, Gopi zu werden, können wir dies werden. So heißt es, so beschreibt Rupa Goswami in Nektar der Unterweisung. Das ist Bhakti Shastri Ki Jai. Wir haben die Wahl. Wir haben Richtung unserer ursprünglichen Gestalt Natur nähern. Oder wir können auch Richtung Gopi gehen. Das ist die Freiheit, unsere Freiheit. Mir wird alles gefallen, was auch immer, welche Wahl auch immer ihr treffen werdet. Das ist in Kürze die Antwort. Haben wir noch die Zeit? Ja. Да, есть время. Есть время, да. Ich habe eine Frage. Kann man auch zwei Svarupas haben, also in Gaura-Lieder und Krishna-Lieder? Das ist ja jetzt das Spiel in Gamutscha Deepika, gibt es ja auch zum Beispiel in Gaura-Lieder, sind es vielleicht als männlich und in Krishna-Lieder sind die Gopis. Ja, gleichzeitig irgendwie? So gleichzeitig? In beiden Lieder. Можно иметь две сварупы одновременно и в Гаура-лиле, и в Кришна-лиле, как в Гаура-деша-дипике описывается. Можно быть в мужском теле, в одной лиле, в женском теле. Wenn das in den Shastras beschrieben wird, dann ist das möglich, ja. Ich kann nicht sagen, dann Shastra ist falsch. Das, ich bin nicht mutig genug, das zu sagen, die Shastra abzuwenden. Wenn das in den Shastras so steht. Ich weiß es ja nicht, ich habe es in der Lecture gehört, dass in Bhaktivinoda Thakur in seinen Büchern, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Я просто на лекции слышала, я сам не читал, я слышала, что так на лекции говорил Бхактивинода Такур. Wie kann man für die Anfänglich? Эти вопросы относятся к категории Ачинтия. Diese Fragen beziehen sich zu der Kategorie der Achintya. Wir können mit unserem materiellen Gehirn das nicht verstehen. Es klappt einfach nicht. Wenn unser Herz und unser Bewusstsein rein genug sein werden, werden wir das verstehen. Deswegen wird es geraten, in den anfänglichen Stadien besser gar nicht verstehen, dies zu begreifen.
Das ist eigentlich nicht so wichtig. Jetzt müssen wir einfach Richtung Krishna gehen. Wenn wir beginnen, über diese Themen sehr tiefgründig nachzudenken und davon deswegen abgelehnt werden, Richtung Krishna zu gehen, dann wird das nicht richtig sein. Ein Beispiel. Ein ICE-Zug fährt. Ein ICE-Zug muss jetzt losfahren und zwei Menschen haben Tickets für diesen Zug. Und ein Zugbegleiter sagt, steigt ein. Und die Menschen steigen nicht ein, sondern besprechen, wo sollen wir aussteigen? Und steigen nicht ein. Er sagt, steig ein, ihr könnt das später besprechen. Und die sind dort auf dem Gleis geblieben, haben weiter besprochen, dieses Thema besprochen, und der Zug ist abgefahren. Sehr, sehr wichtig ist, zu Krishna zu gehen. Wir können zwar nicht verstehen, was da am Ende geschehen wird, aber das ist am Anfang nicht so wichtig. Nein, wir sollen am Anfang wissen, wie alles am Ende ausgehen wird. Nein, das wirst du selbst sehen. Außerdem, mein Diksha Guru Niranjana Swami hat einmal erklärt, wenn wir die spirituelle Welt erreichen werden, wird alles ein bisschen anders sein, als es uns erklärt wurde, als wir es gelesen haben. Meistens wurde uns richtig erzählt. Aber in den Einzelheiten wird das ein bisschen anders aussehen. Weil es ist eigentlich nicht so ganz möglich, uns alles bis zum Ende richtig zu erklären. Wir werden es in diesem Stadium, wo wir uns jetzt befinden, nicht alles richtig verstehen. Deswegen sollen wir alles in den Einzelheiten nicht wissen sollen am Anfang. Das kann uns daran hindern, dieses Ziel zu erreichen, zurück zu Krishna zu kehren. Entschuldigung. У меня возникло небольшое противоречие, когда вы делали этот пример про Раху и Вишну. Ich habe ein kleiner Widerspruch ist in mir entstanden, während ich diesen Beispiel gehört habe zwischen Radharani und Вишну. То есть, ну, Радхарани, она, ну, видела Кришну в Вишну, да? И мы тут занимаемся служением Кришне, мы называемся Вайшнава. Радхарани hat Вишну gesehen. Aber wir verrichten hier Dienst an Krishna, aber gleichzeitig werden wir Vaishnavas genannt. Ну, потому что мы служим Кришне, мы называемся мы Вайшнава. То есть мы, я, ну, я полагаю, мы должны стремиться, ну, к уровню Радхарани, и это значит, что быть, ну, не Вайшнава. Сейчас переведу. Eigentlich, wir dienen Krishna, aber man nennt uns Vaishnavas. Das ist der Widerspruch. Das ist eine Standardfrage, die wird sehr oft. Mhm. Es gibt auch eine Standardantwort. Srila Prabhupada legt keine große Bedeutung auf die Einzelheiten, auf die Details.
Manchmal kann er sehr lange erklären, dass Krishna ist nicht gleich Vishnu. Und manchmal sagt er entweder Krishna oder Vishnu. Deswegen befinden sich die Vaishnavas in dieser zweiten Gemütsstimmung. Sie übernehmen diese zweite Gemütsstimmung von Srila Prabhupada. Nein, deswegen muss man verstehen, Srila Prabhupada schreibt nicht immer hochwissenschaftlich. Er schreibt aus ekstatischen Gemütsstimmung. Vishnu, Rama, Krishna. Manchmal sagt er Vishnu, Rama, Krishna. Aber wenn wir Bhakti Sandarbha von Srila Jiva Goswami lesen, dann erklärt er dort, dass Lord Vishnu, obwohl er der Herr dieses Universums ist, ist ein großer Gottgeweihter Krishnas. Der Beste. Manche sagen, dass Shiva ist der Beste, aber eigentlich Vishnu ist der Beste. Und da Lord Vishnu war auf Shvetadvipa, und da wollte Krishna nicht hingehen vor 5000 Jahren. Dann hat er ein extra Spiel gemacht, damit Krishna dorthin geht. Er sagte, ich bin dein größter Diener. Ich habe das Ganze angerichtet, um einfach dich zu treffen. Also, es ist nichts Schlimmes. Manchmal ist Krishna dem Vishnu ebenbürtig und manchmal ist Vishnu sein Diener. Die Details ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Richtung Krishna gehen. So wie Indradyumna Swami uns beibringt. Mit jedem heiligen Namen sind wir einen Schritt näher zu Krishna. Mit jedem Wort aus den Büchern von Srila Prabhupada nähern wir uns Krishna. Mit jeder Ehrbietung, die wir verrichten, nähern wir uns Krishna. Mit jedem Dienst sind wir einen Schritt näher zu Krishna. Mit jedem Löffel Prasadam sind wir einen Schritt näher zu Krishna. Deswegen sollen wir nun unseren Weg zu Krishna, also durch Essen verlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier sollen wir Stopp machen. Jai. Namaste. 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 Namaste